Und da gibt es einen Charakter, so eine Mädchen, die als Kind vergewaltigt worden ist und die als Kind einfach Kehlkopfkrebs hatte, weshalb ihr dann quasi so dieses Mikrofon sprechen, was Kehlkopfkrebs Menschen da so haben. Dieses Sprechgerät. Weshalb ihr da drin spricht. Das finde ich halt schon, so ein Schicksal finde ich halt schon ziemlich krass. Und das ist auch schön, schön, was ihr da drüber bringt. Das ist halt ein 2D-Raumschiff-Shooter. Und dass die ganzen Piloten quasi, denen ist es scheißegal, ob sie sterben. Also jetzt siehst du von wegen so, ich sterbe für mein Land, deswegen ist mir das egal. Und es ist mir so eine Ehre zu sterben, sondern ist denen einfach egal. So von wegen so, ja mein Gott, damit muss ich einfach rechnen, so nach dem Motto, wenn ich so einen scheiß Job habe. Und das finde ich schon ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Nur, wenn ich euch das jetzt ein bisschen für das Spiel, heiß gemacht hat, sag ich mal. Es ist scheißenschwer, also schon überhaupt das zu schaffen. Und wenn ihr die Trophäen haben wollt, vergesst es echt. Also, da gibt es einfach viele Trophäen, die haben einfach mal 0, irgendwas Prozent der Leute. Ich strebe mich natürlich an. Ja gut, hier oben ist, glaube ich, kontraproduktiv. Das heißt, ich werde dann unten lang gehen, den südlichen Weg dann auch noch weiterhin, weil rechts, also der nördliche Weg ist ja voller Minenfeld. Minenfeldbrücke. Alter, bis da hinten ist die Brücke. Ey, Alter, sie soll jetzt hier nicht ankommen mit... Du hast so lange gebraucht. Warum, wenn ich nicht weiß, wie ich hier runterkomme? Wo ist denn hier der Abgang? Ich find's nicht. Das tut mir auch wirklich leid, aber ich find's wirklich nicht. Hä? Ich meine, man sieht's auch hier echt scheiße, aber... Irgendwo bin ich doch hochgekommen. Okay. Alles klar. Hier ist auch noch irgendwo ein Arsch. Da hinten, ne? Da hinten. Ich sehe dich, du kleines Stück Scheiße. Okay. So, Energie und Granaten. Ich brauche beides nicht. Toll. Das ist eigentlich positiv zu bewerten, dass ich die Granaten nicht brauche. Auf jeden Fall, aber... die Granaten. Ich laber so einen Scheiß, ne? Dass ich die Energie nicht brauche, ist eigentlich positiv zu bewerten. Ich mag lieber die MG-Nester, weil die haben nicht so eine Reichweite. Die kann ich dann schön aus der Entfernung abballern. Ja, auf jeden Fall, bei dem Spiel habe ich jetzt halt alles so, online-mäßig schon mal geholt, ne? Von wegen so, vielleicht schalte ich die Server ab oder so ein Kack. Damit ich da wenigstens schon mal von der Backe habe. Weil der Rest an sich auch relativ leicht ist. Und dann habe ich noch, jetzt aktuell spiele ich Army of Two, den ersten Teil, da gibt es gar keine Trophäen. Aber macht trotzdem Spaß, ich mache halt ja so alphabetisch meine Spiele. So mehr oder weniger. Und wieder habe ich noch Bock auf was anderes. Aber die Air Conflicts 3 habe ich jetzt schon fast durch. Und das ist, sehr gut. Weil hier Air Conflicts Vietnam, der dritte Teil, der ist nicht so doll. Ah, ne, Flammenwerfer. Ich wollte eigentlich ein... Dankeschön. Minen! Informationen? Was? Soll ich jetzt hier auf gut Glück durch oder was? Ich habe keinen Minendetektor. Ey, ich krieg ihn nur. Soll das ein Witz sein? Das halte ich gerade echt für einen Scherz. Hier muss ja irgendwo ein verschissener Minendetektor sein. Na klar, anhand der Karte kann ich das wohl irgendwie rausfinden. Da oben ist Heilung. Die brauche ich jetzt nicht. Aber... Alter. So, okay. Wo fängt das Minenfeld überhaupt an? Wegweiser. Bist du der Wegweiser? Felshaufen, Felsen. Okay, dann scheint der Wegweiser scheint die Kakteen zu sein. Weil daneben sind irgendwie die Sandsackbarrieren. Hä? Ich verstehe die Karte nicht. Oh, es ist falsch rum. Nee, oder? Weil die Sandsackbarrieren dahin sind, Sandsackbarrieren. Ich glaube, das ist falsch rum, weil da sind jetzt die Felsen da. Nee.
ich versuch's mal. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Alter, ich kack mir so ins Höschen, ne? Ey, ich hab echt schon lange kein Spiel mehr gehabt, was mich so angespannt hat. Weil es hier einfach wirklich schlimm ist, wenn man stirbt. Weil man einfach alles nochmal von vorne machen muss. Also nicht das ganze Spiel, glücklicherweise nicht. Aber wenn man hier einfach das ganze Level noch von vorne machen muss und das echt anstrengend ist. So, okay. Nein, ich brauche noch meinen Wegweiser. Wo ist mein Wegweiser? So, dann zwischen Sandsack und Stein. Ah, ja, ja, ist okay. Und dann hinter den Sandsackbarrieren her. Dann scheine ich eigentlich in Sicherheit zu sein. Automatisches Gewehr, okay. So können wir das Gewehr wieder ausrüsten und Energie. Die ich nicht brauche. Okay, wir haben es passiert. Oh mein Gott. Wie hab ich das denn gemacht? Ja, okay, mit Hilfe des Dingens. Also war die Karte echt gut. Wir haben auch glücklicherweise genug Informationen gegeben, sodass ich auch das alles schön erkennen konnte. Das wäre natürlich geil, wenn ich mich in die Mine reingedreht hätte. Hätte ich sehr sexy gefunden. Also mich beschießt sonst keiner. Das ist sehr gut. Also du kannst auch gerne den Typen nach oben schießen, ne? Also. Hinterm Fels einer? Nee. Hier sind irgendwelche gelben Pünktchen in der Nähe. Okay, da hinten sehe ich einen. Also da vorne. Ist da hinten. Dass immer ein Fels im Weg sein muss, ne? Finde ich nicht schön. So. Okay. Ich sehe, steht da hinten noch einer? Sehe ich. Komm schon, komm schon! Hab ich ihn getroffen? Jawolligen! Und das dürfte es gewesen sein hier in der Ecke. Okay. Da oben ist die Brücke, okay. Ich habe Sprengstoff. Sprengstoff habe ich da. Sehr gut, okay. Das heißt, den Wegweiser müsste ich mir theoretisch beim nächsten Mal nicht mehr holen. Falls die Mission noch fehlschlagen sollte, was durchaus passieren kann. Ich hab Schiss. Moment, ich habe doch ganz viele Granaten. Friss das! Okay, und friss das! Das war, glaube ich, ein bisschen zu weit. Jo. Schade, okay, jetzt aber. Und zack, Schritt weggeballert. So will ich das sehen. Okay, aber bei der Brücke sind auch noch ein paar Gegner. Gegnerste. So. Ich glaube, da kommen auch welche, oder? Zumindest bewegen sich da welche. Och so, hallo, du Arsch. Aber du hast mich nicht getroffen, das finde ich gut. Ich denke, das ist vorteilhaft. Natürlich auch erstmal automatische Gewehr nehmen, aber es geht super schnell leer. Das kann doch schon durchaus unpraktisch sein. Okay, einen habe ich schon mal da weggemacht. Den zweiten auch hervorragend. Okay, die da hinten interessieren mich eigentlich relativ wenig. Ich muss nur die Brücke zerstören. Was ist das? Spähwagen. Wie viel sind das denn? Hier, so wie es für mich aussieht. Oh fuck! Energie brauche ich immer noch nicht. Ey, die Mission, die läuft eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Granaten. Ja, Scherz, wie komme ich jetzt zur Brücke? Ach, da hinten ist er. Okay, alles klar. Oh, noch mehr Gegner. Ist da ein Panzer? Och nö, es war so klar. Fuck, ey, wie soll ich den denn kaputt machen, bitteschön? Okay. Okay, da hinten auf jeden Fall ist der schon mal Geschichte. Das ist sehr vorteilhaft. Okay, hervorragend und. Okay, hervorragend. Oh, Alter, so, sehr gut. Ja, das schon mal erledigt. Panzerfaust. Ich brauche eine Panzerfaust, verdammt. Oder Panzerschreck, nenn's wie du willst. Oh mein Gott! Ich bin hier echt an der Scheißstelle. Okay, super. Ich glaube, ich gehe da erstmal hoch. Weil vielleicht ist da was Tolles für mich. Also ich müsste hier, glaube ich, in Sicherheit sein. Da kann ich so weit schießen, aber meiner schießt auch wieder nicht hoch. Mann! Arschloch. Arschloch,
Aber ich kann ihn versuchen, mit Granaten wegzuballern im Panzer. Das ist auch gar nicht mal so eine schlechte Idee wäre. Warum willst du denn nicht abschießen, Mann? Es ist ein böser, böser Gegner. Das ist noch alles oben. Ich hab noch nicht zu viel. Ui. Okay, ich glaube, hier habe ich Deckung. Hier habe ich Deckung. Okay. Beziehungsweise mich außerhalb der Reichweite, was mehr als genügt. Okay, die Maschinengewehrnester sind ausgehebelt. Noch ein automatisches Gewehr. So. Ja, von hier aus komme ich leider nicht an den Panzer ran. Das ist natürlich äußerst bedauerlich. Ah, die gibt es doch keine Panzerfaust, Mann. Warum nicht? Wahrscheinlich muss ich alle drei Pfeiler zerstören. Wie viel Sprengstoff habe ich? Zwei. Lustig. Okay. Oh, jetzt will ich auch gucken, wo ich hier runterkomme, ey. Super. Da ist noch eine Ladung Sprengstoff. Ah, wahrscheinlich muss ich das auf der Brücke legen, ne? Ah, super. Es stört mich wieder, dass ich den Panzer nicht mehr sehe. Irgendwie hoch. Okay, es ist nur der Panzer. Es ist nur der Panzer. Okay, ich habe echt Angst. Wo ist der Arsch? Wo ist der Arsch? Ich werfe einfach mal dahin. Vielleicht muss ich ihn auch gar nicht zerstören, aber. Natürlich nicht. Wartet der da jetzt irgendwo? Oh, ich komm da hoch, ich komm da hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hoch da! Ui. Also theoretisch müsste der Winkel so sein, dass der Panzer mich nicht treffen kann. Praktisch kann das ganz anders aussehen, weil es ist ein Army-Man-Spiel. Okay, okay, okay. Warum habe ich keinen Mörser? Warum habe ich keinen Mörser? Wo sind meine Granaten? Ah, fuck you. Kannst du einfach hier irgendwo stehen bleiben, weil du geil bist darauf, mich zu töten? Wow! Er kann mich doch treffen. Zumindest theoretisch. Sag mal, treffe ich dich überhaupt oder wie sieht's aus? Ich glaube, ich treffe dich gar nicht, ne? Kann ich dich überhaupt mit Granaten zerstören? Ich habe gerade gequalmt. Okay, das war mein letzter. Fuck you. Ich muss ihn einfach irgendwie versuchen, mit Minen zu ballern. Ui. Okay, Moment. Alles gut, alles gut. Wo kommt denn jetzt lang gefahren? Da, okay. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Komm her, du Sack. Fahr in meine Minen, du Arsch. Okay, nicht stehen bleiben. Bloß nicht stehen bleiben. So. Er darf mich nicht mehr sehen, damit er wieder hier normal fährt. Er weiß, wo ich bin. Aus irgendwelchen Gründen. Och, Junge. Was soll das denn? Also, wofür habe ich meine Minimini jetzt hingelegt? Hm? Arsch? Okay. Ich muss ja auf jeden Fall durch mindestens eine meiner Minen durchfahren, oder? Was ist denn jetzt? Er ist immer noch da in dem Bereich, ich glaub's ja nicht. So lächerlich, echt. Das ist so lächerlich. Scheiße. Jetzt blockiert er den Weg. Was kann ich da machen? Nichts! Aber ich kann den da hinten vielleicht schon mal kaputt machen. Dann höchstens ihn versuchen, am Panzer vorbeizukommen. Ja, komm her, komm her, komm her. Genau, komm her. Folgst du mir? Ja, okay, der ist reingefahren in eine schon mal. Nicht weiter, der Arsch. Ja! Er ist tot! Du Wichser da unten, ich meine ja noch! Oh, Alter,
Vielen Dank, Minen. Ich mag Minen. Minen sind toll. Oh. Hui. Jetzt will ich eine Panzerfaust. Okay, und jetzt... Oh, du hast schon lang gebraucht. Ich hab gleich... Komm jetzt irgendwie hoch oder so. Muss ich doch den Pfeiler zerstören? Das glaube ich nicht. Nee, oder? Gucken wir doch mal. Ich habe vier Sprengladungen. Einfach mal die mittlere. Wer ist die hier anbringt? Okay, ich habe es ja viel schwerer gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich abkürzen können. Was für eine schöne Explosion. Hauptquartier, brauche jetzt Evakuierung. Toll, ich hätte so abkürzen können. Ich hätte den Panzer gar nicht zerstören müssen. Fuck. Yo. Aber so habe ich eine eineinhalb Stunde Aufnahme gemacht. Die letzte Mission ging ja echt klar. Da habe ich halt nur ungefähr 20 Minuten gebraucht. Was okay ist, auf jeden Fall. Es ist okay, doch. Auf jeden Fall, das Schöne ist, wir haben die Wüste jetzt hinter uns. So, wir haben einige Männer beauftragt, zu verhindern, dass die Braunen den zweiten Schlüssel aus dem Gebiet bringen. Ja, ja. Schöne Map. Die Hubschrauber wurde abgeschossen. Achso, und die meisten Männer wurden getötet. Du musst die Überlebenden befreien. Oh, so eine fucking Rettungs-Escort-Mission, oder was? Die Männer sind mitten in einem Minenfeld. Ja, ja. Oh, es wird ja immer schöner. Wie können denn so viele Zufälle passieren? Du musst das Gebiet von Braun befreien und die Männer zum Evakuierungspunkt führen. Toll. Und du hast dafür eine Sekunde Zeit. Außerdem steige ich hier vorher beide Hände ab. In dem Gebiet müsste sich ein Minenräuber befinden. Schön wär's. Hauptquartier Ende. Okay, dankeschön. Ja, man sieht, wir sind jetzt hier im Wald oder so. Ich glaube, das hieß Wald, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, hier geht's aber beim nächsten Mal weiter. Ich versuche jetzt nochmal. Keine Geheimmission für Dennis. Okay, gut. Hier geht's aber beim nächsten Mal weiter. Das erste der drei Kapitel haben wir jetzt schon mal abgeschlossen. Heute recht unproduktiv. In eineinhalb Stunden drei Aufträge. Also drei Missionen. Das heißt, pro Auftrag oder Mission eine halbe Stunde, die sich eigentlich schön auf die drei verteilt hat. Also ich sag mal so, im Laufe der Aufnahme wurde es immer besser. Ich bin mal gespannt, wie die nächste Aufnahme startet. Na gut, ich verabschiede mich dann und sag dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.